Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Fragda und ich bin in Arctic Adventure. Von Apogee steht da oben. Das ist aber nur ein anderer Name von 3D Realms. Die ist ein Entwicklerstudio, das wir alle sehr gut kennen, dank Duke Nukem und Konsorten. Das hier ist ein richtiges Oldschool-Spiel. Das freut mich auch, weil mir wurde die Tage erst wieder bitterlich vorgeworfen, ja, bitterlich geweint wurde. Monty, das Infrakta Games Archiv, das ist ja alles gut und schön, aber du hast einfach viel zu viele neue Spiele aus den letzten Jahren. Und dann habe ich gesagt, ja, dafür kann ich ja nichts. Ja? Ich gebe mir doch alle Mühe. Ja? So, also es freut mich jetzt schon, dass ich jetzt wieder so ein schönes Oldschool-Game habe, weil das ist von 1900, boah, haut mich, schlag mich, gib mir Tiernamen. Aber ich würde sagen so, Deutsch, Eindeutsch, Zweideutsch, irgendwann im Dreh dürfte das rausgezackert worden sein. Ich weiß nicht mehr genau. Es ist schon ein paar Tage her, dass ich den Namen gehört habe. Ich habe es in meiner Steam-Bibliothek, weil das hat 3D Realms irgendwann vor kurzem mal wieder auf den Markt geschmissen als Teil von seiner Anthologie. Ah, Spielesammlung. Da gucken wir mal. Episode 1. Please wait. Ja. Oh, Schmerz, Augen, au, oh, Netz heute. Ah, 91. Ha, der Monty hat recht. Okay, Arctic Adventure. Oh, Freunde. Oh, ist das lang her. Also, das Spiel habe ich so bewusst gar nicht in Erinnerung, aber ich meine die Art von Darstellung. Das ist EGA. Das ist keine VGA-Grafik, Freunde, nach, das ist EGA. Hm. Also der quasi, der, wenn man es so ausdrücken will, ja, ich weiß, jetzt werde ich wieder mit Steinen beworfen, aber drücken wir es mal so raus, ist es quasi der Schritt zwischen Monochrom, also dem Anführungszeichen Schwarz-Weiß-Schirm und dem VGA. Ja, also ich weiß noch damals, ja, damals, ich habe mein erster PC, ja, also ich rede jetzt nicht von sowas wie dem Atari oder C64, die hat man ja meistens eigentlich an den Fernsehmonitor geklemmt, sondern ich rede von einem richtigen PC, das war ein 286er und da hatte ich einen monochrome Bildschirm dranhängen in, was waren das, 14 Zoll? Das war ein winzig kleines Kistchen. Und ich weiß gar nicht, ist der noch irgendwo oder habe ich den irgendwann befördert? Gute Frage, weiß ich gar nicht genau. Mittlerweile könnte ich ihn fast schon an so ein Technologiemuseum abtreten, so, wenn er noch irgendwo rumstehen wird. Und ein Kumpel von mir hatte sich dann kurz darauf einen 386er gekauft. Dieser Protzer, der Brahlhans. Und der hatte EGA-Grafik. Ja, das sah dann so aus. So, ja, mit Fallen ist da noch nichts. Aber wie geht's denn? Wie kann ich das verhindern? Ah! Hüpf! Okay. Okay, da kommen wir nicht raus. Das ist schlecht. Ja, Mensch, das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Warte mal. Sag mal. Ach, jetzt, ist doch nicht wahr. Na also, geht doch. Thank you.
sehe da bloß ein Problem. Ist ja alles gut und schön, aber wie komme ich hier weg? Ach, warte mal. Oh, das ist doch zum Mäusemelke. Jetzt habe ich die Hacke, aber was mache ich nochmal damit? Steuerung. Und ah. Aber ich glaube, das war's, oder? Ja, jo, das war's. Kann nichts mehr werfen. Verschosse. Schlecht. Ich muss die Hacke doch für was ein. Warte mal. Naja, hab dich, Äffchen. Wer ist der Geilste? Der Monty ist der Geilste. Hüpf. Gimme Money, gimme Gold. Ja, das ist ein Fall, das sehe ich auch. Das ist mir auch klar, nur... Ui, du Schoss. Her. Nur so hoch hüpfen kann ich gar nicht, dass ich von dem Bewegungsgedöns da hochkomme, wo die andere Spitzhack ist. Ach, guck an, wenn ich springe, schießt das Teil. Aha! Da war ein Knopf! Hab ich mir schon fast gedacht. Ich bin halt ein alter Zockerfuchs, gell? Uch, jo. Jetzt muckel mal nicht rum. Das wird tricky. Ach, bin ich so gut. Was? Was ist jetzt passiert? Was? Was? Warum? Was? Ha? Das gibt's doch nicht. Ja. Mag nicht. Toll. So, Story. Our story so far. It's been 6 months since you found the Pharaoh's Tomb. Ach, stimmt. Pharaoh's Tomb, das gab's ja auch noch. War das der Vorgänger? And return the hero to... Was? Archäologie, okay. There were those braces, such as Dr. Jones. Ja, Henry Jones. Oder Henry Jones Jr. Jawohl, then the board the world expert simply dismiss the entire discovery as beginner's luck. Every day for 6 months. Schwall, schwall, interessant. Alles klar, last night the phone. Ach ja. Alter, das tut doch weh. Meine Hand, das zu lesen, ist schon teilweise schmerzhaft. Ah, ein 38er Revolver, der Klassiker. Jetzt habe ich direkt wieder Bock, Indie zu gucken. Ah, schön Indiana Jones. Okay, also da können wir die Links drüber. Also Keyboard oder Joystick can be used. Ach so, stimmt, das wissen die Leute heutzutage vielleicht gar nicht so genau. Also ganz das klassische Bedienelement zum Zocken damals war eigentlich der Joystick. Das war nicht so ein hochtechnisiertes, tolles Teil. Das war echt so ein ganz übler Plastikknüppel mit Knöpf dran auf so einem 4G. Das war echt hässlich, die damaligen Joysticks. Aber schweineteuer. So, auf jeden Fall.
Haben wir damit halt am C64, am Atari, am Amiga, weiß der Geier was, dann rumgedaddelt. Und das war halt einfach wirklich das Ding. Ja, also man hat alles eigentlich am Joystick gespielt. Ach so, Spiele wie hier Kaiser, also quasi wie sie im Querstrich Strategiespiel und sowas. Ja. Die Maus und Tastatur als das wichtigste Zockerinstrument eigentlich für PC-Spiele, das hat sich halt wirklich erst so nach und nach herauskristallisiert. Gut, klar, Tastatur, ist klar. Nee, aber Maus meine ich. Maus hat, glaube ich, erst so wirklich den Siegeszug angetreten, eigentlich in Verbindung mit Windows 3.1, also 3.11. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn ich mich so vage erinnere zum Zocken. Klar habe ich die Maus auch in den ganzen DOS-basierten Spielen der frühen 90er gehabt. Also das ist klar, aber in vielen halt so, sagen wir mal, ab 93, 94, 95 und so. Aber ich glaube zum Beispiel Civilization 1 habe ich eigentlich die meiste Zeit hauptsächlich mit Tastatur gespielt. Ich glaube, die Maus war da bei weitem nicht. Also die meiste Zeit hat man halt auf die Knöpfe gedrückt. I für Bewässerung und S und M und B und hast nicht gesehen. Ist ja egal jetzt. Ich schweife schon wieder ab. Okay, Jump, Shoot Gun. A, F oder run. Okay. Ach, das war das, was ich da hier, diese komische Murmel, die er geschleudert hat. Das war der 38er Revolver, den ab. Okay, da. Gut, das muss man auch wissen. Ja, ich hätte gedacht, er hätte jetzt irgendwie so David gegen Goliath mäßig irgendwie so eine Schleuder. Ja, da kann er aber noch nicht hüpfen. Die kann einfach nur so hin und her laufen. Ach, das ist die Weltkarte. Das ist die Arctic Map und hier, da sind diese Dungeons drauf, in die wir dann so reingehen. Jetzt habe ich das erst wieder begriffen. Ah ja, sorry, ich bin ein bisschen raus aus so Spielen. Bevor wir jetzt in das nächstbeste. Ach, guck an, das ist verschlossene Tür. Okay, das war kein Spaß. Genau, da brauche ich Bütsche. Das ist halt alles offene Höhlen, Dungeons, whatever. Ah, das ist der Vorteil von DOS-Spielen. Die werden eigentlich immer halt irgendwie generiert und sind dann auch ganz groß, weil der Computer in der Zeit, wo das Spiel läuft, ja im Prinzip nichts mehr anderes machen muss außer dem Spiel. Während bei einem Windows-Rechner ja im Hintergrund noch Windows läuft und alle möglichen anderen Programme. Wobei das früher halt nicht bei weitem nicht so schlimm war wie heutzutage, wo man manchmal denkt so, Alter, was geht denn da jetzt im Hintergrund wieder? Warum ruckelt denn das jetzt in dem Spiel? Was will er da? You need a boat. Also, okay. Komm, dann gehen wir halt in irgend so Dungeon rein. Ist ja Wumpe die Humpe. Toll, das war ja klar. Sackgasse und abgeschlossen. Ach, weil die Räuber. Aber schön haben sie gemacht mit dem Schlapphut. Eine Hommage an Henry Jones Jr., genannt Indiana Jones. Wobei ich es immer noch schön finde. Indiana? So nannten wir den Hund. Aber warte mal, das war das andere Loch, da waren wir schon drin. Das ist scheiße. Nicht schön gewesen. Da gehen wir rein. Alter Schwede! Okay, also spielen tut sich das als. Das sieht aus wie von Super Mario. Kann ich auch runter? Nein, okay. Also hier die Röhre, auf der ich stehe. Der hüpft sogar wie Mario. Also gerade, also nach links mag ich nicht gehen. Das ist alles voller Dornen und Stacheln und Bär und Pfui. Das gefällt mir nicht. Ey, das Ding da rechts schießt schon wieder. Unverschämtes Teil. Ach, der mich erwischt. Ha! Schufsäckel. Ich finde die Soundeffekte so wahnsinnig gut. Wow, nein. Ich habe ja gleich die Faxen dicke. Wow, nein. So, puh. Das ist sogar auch so ein bisschen bekannt. Was ist dann? Jetzt geht doch. Ach, so, endlich, Knarre. Wow, ich werd geweht. Ach, guck mal an, da, hier gibt's so ein. Diese komischen Kisten oder sowas. Da, ich habe hier die ganze Zeit Widerstand. Also, ich muss über die ganze Zeit nach rechts weggeweht. Nein, 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 nein.
Ha, hab die Spitzhack. Auch wenn ich nicht weiß, was so gut ist. Ich würde aber ehrlich gesagt sagen, Kinder, ganz ehrlich, wenn wir den Nostalgiefaktor mal zur Seite schieben, ist das jetzt wirklich hauptsächlich Spielgeschichte, weil nur ganz Hardcore-Nostalgiker geben sich heute sowas noch. Ich empfinde natürlich zuerst ein heiteres Vergnügen, ja, wenn ich diese Soundeffekte höre und diese Grafik sehe, aber auch nur 10 Minuten ungefähr, dann denke ich, oh Mann, ich muss jetzt mal rund War Thunder Panzer fahren. Naja, die Zeit bleibt nicht stehen, gell? Tempus fugit, meine Herren und Damen, so weit vorhanden als Zuschauer. Da ist es halt, gell? Das ist so gut etwas damals gewesen ist. Ja? Gut, es gibt Ausnahmen. Seien wir mal ehrlich, es gibt Ausnahmen. Es gibt halt einfach wunderschöne Adventures aus den 90ern, die halt einfach wirklich gut gezeichnet wurden, schöne 2D-Hintergründe und so haben. Tolle Storys, die kann man heute immer noch spielen. Das ist immer noch großartig. Es gibt schöne V-Sims und Strategiespiele aus den 90ern, wo man heute immer noch problemlos spielen kann. Auch immer noch richtig schön. Panzergeneral finde ich immer ein super Beispiel dafür. Bis heute großartiges Game. Ja. Imperialismus 1. Ah, muss ich euch schon zeigen. Ah, warte mal, da war doch mal ein Problem. Genau, war ein Windows-Spiel. Das habe ich nicht, wenn ich DOS-Emulator laufen lassen können. Da brauche ich ein altes Windows-System. Das wird auch nochmal spannend. Hanse, ja, Patricia, für die V-Sims gesprochen. Ja, immer noch großartige Spiele. Auch wenn da natürlich wieder der Punkt reinkommt, die sind halt einfach gut gemacht vom 2D. Ja. Aber es gibt halt auch so Spiele, gerade so diese Plattformspiele, wenn sie aus den frühen 90er sind, wie sehen wir ja gerade vor uns, da brennen einem die Augen. Ja, das. Aber schön, ja, schön, dass es im Infractor Games Archiv jetzt ist. Ich fühle mich wohl. Und wenn das nächste Mal, wenn mir jemand an den Kopf wirft, so, Monty, das ist kein Games Archiv, wenn du nur neue Spiele hast, kann ich sagen, ich habe Arctic Adventure von 1991 das Archiv geholt. Und jetzt du, mein Freund. So, also, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns im nächsten Video zum nächsten Spiel in der heiligen Mission des Infractor Games Archivs. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.